Jetzt ziehen die Vögel da oben nach Süden oder unbekannt. Ach, warte mal, ganz kurz. Stopp! Moment, ich hab was vergessen. Ich glaube, ich hab was. Ich hatte hier eine Hosentasche. So. Es ist wieder soweit. Montag. So, ich muss mal schnell was Socken anziehen hier. So. Genau. Mismatch-Socken. Ne? Die sind quasi, die passen nicht zusammen. Das ist so ein bisschen wie Menschen und ich. Das ist also ich, wir sind auch Mismatch. So. Montag, genau, Montag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute natürlich nicht live, ist ja Montag, also man nur in Ausnahmefällen an einem Montag live. Wieder mit Schüttelkaffee und überraschend in stabiler Laune, muss ich sagen. Ich habe es, hatte jetzt wieder vier Abende in Folge Auftritte und natürlich tagsüber auch noch Stress und viel zu tun. Und das waren schöne Auftritte, muss ich sagen. Wirklich schöne Auftritte. Aber ich bin froh heute, zumindest den ersten halben Tag. Das stimmt gar nicht. Also heute heute ist ja Montag und ich habe heute Vormittag Zeit, administrative Sachen zu machen. Also es ist nichts Dramatisches, so der übliche Kram. Werde gleich noch ein bisschen Gitarre spielen und so das Übliche, was ich so mache. Und dann muss und will ich los, meinen Sohn abzuholen. Dann den Nachmittag am Montag verbringe ich immer mit ihm. Und morgen, aber ich freue mich sehr auf morgen, weil morgen ist mein Wochenende. Morgen habe ich frei und kann mich ganz entspannt zurücklehnen. Und ich denke auch, dass ich morgen wirklich nichts machen werde. Ich vielleicht eine Stunde Gitarre spielen, aber das ist auch wirklich das Einzige, was ich so vorhabe. Sonst aber werde ich da sitzen hier auf der Couch und werde einfach mal runterkommen. Es ist auch wirklich wichtig jetzt. Das war anstrengend jetzt hier die letzten Tage. Oder letzten zwei Wochen eigentlich insgesamt. Und ich habe in dieser Woche, wenn mich nicht alles täuscht, nur zwei Auftritte. Muss auch mich darum auch noch dabei auch noch ein paar Sachen kümmern. Und aber gut. So. Es ist halt so die Geschichte mit diesem. Mit diesem Rausnehmen und dem Zurücknehmen und so weiter und so weiter, das ist halt auch nicht mehr nicht so ganz einfach. Was mir aufgefallen ist, dass ich, je größer der Stress und die Anforderungen sind, die an mich gestellt werden, desto mehr ziehe ich mich auch zurück. Das mache ich automatisch, instinktiv. Also kann man natürlich sagen, du musst dich dem Stress stellen und den Anforderungen. Den Herausforderungen und ich stelle mich diesen Herausforderungen auch, aber sobald dann ein Luftloch oder sagen wir ein Zeitloch entsteht, in dem ich jetzt zum Beispiel dem andere Menschen, weiß ich ganz genau, noch mehr machen, weil sie sagen, ja, jetzt müssen wir noch einen drauflegen und so weiter, da ziehe ich mich dann zurück und sage so, entspannt, bleib entspannt, mach mal gar nichts. So. Und rückblickend muss ich sagen, hat mir Berlin sehr, sehr gut getan, auch wenn die Abende wirklich eine große Herausforderung für mich waren, weil es doch schon ganz anderes Spielen war als alles andere, was ich momentan mache. Aber es hat ja auch funktioniert. Und aber ich habe ich wollte die Tage ursprünglich anders nutzen, weil ich noch ein Lied schreiben möchte. Ich habe die Tage wirklich komplett zur Regeneration geholt. Und ich glaube, es war fast, also natürlich kein Urlaub, aber ich lag ja fast die ganze Zeit im Bett. Ich habe auch am Freitag, als ich im Hotel in Leipzig aufgewacht bin. Also ich bin da aufgewacht, nachdem ich da auch eingeschlafen bin. Nicht, dass ich da niemand denkt, ich wäre entführt worden. Ich bin, als ich im Hotel in Leipzig aufgewacht bin, bin ich auch erstmal liegen geblieben. Fast. Ich bin um 7 Uhr zum Frühstück gegangen, habe gefrühstückt und hatte meinen Pullover verkehrt rum an, habe es nicht gemerkt. Ich dachte, die Leute gucken mich alle an wegen meinen Tätowierungen, haben mich alle sehr seltsam angesehen. Und als ich dann wieder im Zimmer war, habe ich festgestellt, die haben mich alle angeguckt, weil ich einen
meinen Pullover weggeräumt anhatte. So was passiert mir gerne. Ja, auf jeden Fall dann habe ich mich wieder hingelegt. Und da ich erst um 12 Uhr auschecken musste, habe ich gedacht, ich nutze den Tag sinnvoll. Und man muss nicht überdrehen. So. Und gerade Menschen wie wir, die psychisch doch noch eine Last zu tragen haben, müssen da sehr aufpassen. Das ist immer noch mein Ding. So. Und ja, das ist so. Ja. Ich wollte noch, eigentlich nur wollte ich heute was machen, was also in die Richtung Tipps geht. Aber heute dachte ich, gebe ich einfach nur ein Lebenszeichen von mir, weil ich natürlich, ich muss auch gestehen, natürlich hätte ich auch Chance gehabt, irgendwie am Wochenende noch was zu machen mit den Auftritten. Aber ich muss gestehen, ich wollte mich schon darauf konzentrieren, vernünftig aufzutreten, und ich wollte mich darauf konzentrieren, am Leben zu bleiben. So, klingt immer so ein bisschen blöd, aber das ist tatsächlich so. Auch bei mir, auch obwohl ich so stabil bin mittlerweile, stehe ich permanent auf der Kippe. So, ich verwerfe diese Gedanken relativ schnell wieder, aber immer wieder, egal was ist, ich sage es im Soloprogramm immer so gerne, wenn man in den Gegenverkehr einfach mal reindriftet oder in jeder Bahn, an jedem Bahnsteig lasse ich mich gedanklich von überkippen. Und an jeder Klippe springe ich. Und ich tue es trotzdem nicht, obwohl es der angenehmere Weg auf den ersten Blick wäre. So, aber eben nur auf den ersten Blick, muss ich ehrlich sagen. Also ich würde doch was vermissen. So, mein Leben zum Beispiel. Und auch wenn mein Leben psychisch sehr anstrengend ist, ziehe ich doch sehr viel Kraft auch aus den großartigen Momenten. So, und da meine ich jetzt nicht nur die Auftritte, sondern es gibt genug wirklich. Es gibt doch so ein paar schöne Sachen. Und ich mache mir die Sachen schön. Ich mache mir die Sachen schön. Viele Sachen. Also Schüttelkaffee, sage ich immer nur. Macht euch einen Schüttelkaffee. Vielleicht nicht in einem Brotzeitgurkenglas. Wobei, warte mal ganz kurz. Das. Jetzt ist weg. Jetzt ist weg. Brotzeitgurken kriechen nur 3 Wochen nach Brotzeitgurken. Also das Glas danach. Ja, wunderbar. Ganz wunderbar. Und ich muss gestehen, ihr seht es selbst. Der Schaum ist minimal. Das liegt aber daran, dass es Hafermilch ist. Ich bin von Sojamilch auf Hafermilch umgestiegen, und ich überlege noch, ob ich das mal nochmal ändere. Wieder was ändere. Wieder was ändere. Also Mandelmilch ist mir zu teuer. Ganz ehrlich. Mandelmilch ist mir zu teuer. So. Genau. Ich möchte ganz gerne am Leben bleiben. Ich mache das auch. Auf jeden Fall bis Mittwoch. Und meine Agentur hat mich gebeten, ich soll 101 werden. 101, warum nicht? Vielleicht, weil es noch genau 50 Jahre sind. Ich weiß es nicht. Aber 101. Das heißt, da habe ich noch einiges vor mir. Ich werde mir Mühe geben. Ich versuche das einfach mal. Bis dahin, also bis Mittwoch sehen wir uns nirgendwo. Und ich freue mich drauf, dass ich irgendwann wieder ein bisschen Ruhe habe. Morgen zum Beispiel. Genießt den Wochenstart. Nehmt euch ein bisschen Energie mit. Macht euch einen Schüttelkaffee oder macht euch einen Tee. Tee ist auch sehr gut. Ich habe die ganze Zeit eigentlich nur Tee getrunken, aber jetzt heute erstmal wieder Kaffee. Und genießt den Wochenstart. Der ist nämlich gut. Der Wochenstart meint es gut mit euch. Er sagt euch, ihr seid im Leben. Rockt den Scheiß. Mach ich jetzt auch. So. Wir sehen uns.